Übernächtigt hocken wir im Rauch, versuchen eine Möglichkeit des Überdauerns zu finden. Während draußen die Kondore im roten Widerschein einer untergehenden Sonne das gleiche Feuer, das einst Prometheus den Göttern stahl, auf unsere Städte niederspeien. So sind in diesem Kampf auch alle folgenden Kämpfe enthalten. Zwischen zwei Salven reden sie nun vom neuen Menschen. Zwischen zwei Salven wird er sich verlieren. Und nun, schon so verbürgerlicht im Kaderwelsch der Kanonen, in rasch verkalkter Verwaltung, deckt das Schauspiel des Krieges auch in ihnen den Geist der Gewalt. Und der ach so kleine Lohn für den portionierten Verrat weckt Ansprüche, die auf sofortige Befriedigung drängen. Unter Bergen von Aktenpapieren, Stimmzetteln und Essensmarken wurde der Wille zur Befreiung verschüttet. Führt nicht auch bereits dieser Wind Blutgeruch, Fäulnis mit sich? Trugen nicht auch unsere Föderationen die Zersplitterung bereits in sich? Wie lange kann eine Idee überwintern, zumal derart mit Lehm und Lauge bedeckt und befleckt vom Nachhung unserer Rastlosigkeit? Wir irren immer noch hungernd und frierend durch die Straßen, schleichen uns nackt zu den Altären. Unsere Formlosigkeit macht uns hilflos in der Blöße. So sind wir in dieser Flucht mitgerissen worden und können doch nur in den eigenen Unfrieden zurückkehren. Und immer noch brennen uns die Fragen anders auf der Haut. Wir bleiben von Spitzen umschlichen in dieser Isolation, die so prägend für unseren Kampf geworden ist, und sind umso mehr dem zersetzenden Charakter der Spaltungsversuche und des Fraktionalismus ausgesetzt. Und wir bemühen uns tagtäglich, diese Isolation nicht als ein Ausgesetztsein zu empfinden, sondern als ein Adelszeichen. Wir trösten uns mit der Vorstellung, nicht allein zu sein, mit dem Wissen, dass es dort draußen noch mehr von uns gibt, in dieser undurchdringbaren Dunkelheit des Sich-Fügens. Und wir wissen uns einer Tradition verbunden, die nicht brüchig geworden ist. Doch in all unseren Liedern liegt die gleiche Trauer.